Mein Studio bekommt ein Update. Diese beiden Lautsprecher hier sollen meine Abhöre zwischen groß und klein ergänzen. Einziges Problem, die große Anlage ist speziell auf den Raum hier eingemessen. Die Raumkorrektur, die das regelt, ist aber fest im Subwoofer eingebaut, geht also nicht gleichzeitig mit den Boxen hier. Aber tatsächlich gibt's dazu jetzt eine bezahlbare Lösung, die bestimmt auch für dein Studio interessant ist, schnell und einfach zu installieren sein soll und, Achtung, kein Plugin ist. Echte Hardware also, und zwar das ARC-System hier von IK Multimedia. Aber bevor wir das installieren können, muss ich, glaube ich, erstmal aufräumen. Quasi Frühjahrsputz im Recording-Block. Alles raus, was keine Miete zahlt, das könnte das Motto von diesem Video sein. Denn ich habe in den letzten Jahren hier mal wieder so viele Geräte angesammelt, die ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Zeit also wirklich mal auszumisten und wo ich gerade dabei bin, schau mal hier. Unmengen an Kabeln, von denen ich mindestens bei der Hälfte nicht mehr weiß, warum sie da eigentlich überhaupt noch liegen. Da muss ich also auch mal dringend bei, bevor ich die Boxen und die Raumkorrektur hier überhaupt installieren darf. Das mache ich am besten im Zeitraffer. Und weil ich mir mangels Platz für die Boxen nicht nur bei der Installation was einfallen lassen musste, sondern dir natürlich auch im Rahmen von Messungen mit dem kostenlosen Room EQ Wizard und diesem Messmikrofon hier mal zeigen möchte, was das ARC-Raumkorrektursystem denn eigentlich genau macht, unterbreche ich den Zeitraffer einfach immer mal wieder an den passenden Stellen mit weiteren Informationen. Und damit es dir trotzdem beim Zeitraffer nicht zu langweilig wird, lege ich dir passend zur Jahreszeit noch meinen gerade brandneu erschienenen Song Sommersonnenfänger darunter und falls du den vielleicht auch unterwegs mal hören möchtest und geteilt mit deinen Freunden zu einem echten Hit machen möchtest, findest du unter dem Video den Link zu Spotify und allen weiteren Streaming-Plattformen. Jetzt aber los, die Raumkorrektur wartet auf ihren Einsatz. Normalerweise bin ich der Meinung, dass Kabel nur Kupfer sind, also nicht so ganz so auf die Qualität drauf ankommt. Man muss nicht das Teuerste vom Teuren kaufen, aber bei diesem Kabel hier, da bin ich ein bisschen pingelig. Das ist ein Thunderbolt 4 Kabel und die werden in Gold aufgewogen, deswegen vorsichtig sein damit. Ich weiß nicht, wie lange dieses Rack hier schon auf der Seite gestanden, auf meiner rechten Seite, aber jetzt wandert es auf die linke. Also, dass es so viel ist, hätte ich echt nicht gedacht. Guck dir das mal an. Das ist alles voll mit Kabeln. Die waren alle hinter meinem Schreibtisch und hinter den Racks. Das ist ich brauche jetzt erstmal einen Staubsauger, einen Kaffee und dann geht's wieder rückwärts. Aber dann können wir auch einmessen. Da freue ich mich schon am meisten drauf. Los geht's.
fahren los. Jetzt wird es langsam spannend, denn bevor ich den Schreibtisch hier ranschiebe, möchte ich jetzt noch meinen Lautsprecher positionieren und festmachen. Das einzige Problem ist, hier hinter ist kein weiterer Platz für ein Stativ für meine Lautsprecher. Also musste ich ein bisschen nachdenken, habe ich ja gerade schon angeteasert, dass ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und mir ist dann eingefallen, dass hier hinten an den Lautsprechern ja zwei Halterungen dran sind, zwei Schrauben. Und die nehmen wiederum eine Metallplatte auf, die man bei Neumann kaufen kann für erstaunliche 70 Euro. Da muss man erstmal drauf kommen, eine ganz normale gefaltete Metallplatte für 70 Euro. Da kann man dann aber hier so eine Weser-Halterung dran machen, wo normalerweise Monitore dran angeklemmt werden, also Bildschirme normalerweise angeklemmt werden. Und dann gibt es so Halterungen, mit denen man dann quasi an seinem Schrank im Wohnzimmer oder an seinem Arbeitsplatz so einen Monitor, in dem Fall einen Bildschirm, festmachen kann mit Weser-Halterung. Dann habe ich mal geguckt, dieser hier, der kostet 30 Euro bei Amazon. Er wird festgeschraubt, von hinten wird er eingehakt. Machen wir gleich mal. Und dann wird er hier festgeschraubt und dann kann man mit dem quasi hier einen Monitor, Bildschirm oder eben auch einen Monitor, eine Monitorbox aufhängen. Ey komm, wir fahren einfach los, ich will was erleben, lass uns was erleben. Ey komm, wir fahren einfach los. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, wenn alles so aufgeht und vor allem alles wieder angeht, wie es geplant wurde. Und ein Schlückchen Käffchen natürlich. Aber es hat sich wirklich gelohnt, denn ich konnte tatsächlich Unmengen an Kabeln beiseite räumen. Ich konnte ehemalige Geräte zur Seite räumen. Und der Plan mit den Boxenhalterungen ist auch noch aufgegangen. Das heißt, die Boxen sind jetzt hier fest. Ich beobachte mal über die Zeit, ob das tatsächlich so bleibt, denn dann wäre das System tatsächlich gangbar. Wäre ja vielleicht auch für dich eine Möglichkeit, wenn du beschränkte Möglichkeiten hast, deine Boxen irgendwo zu stellen, aufzuhängen oder sonst was irgendwie. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt gehen wir natürlich erstmal rüber und machen eine Testmessung mit den unbehandelten KH120 hier in meinem Raum und guck mal, wie denn der Frequenzverlauf oder der Frequenzgang eigentlich der Sound der Boxen hier im Raum ist. Und nehme dazu den Room EQ Wizard hier und ein Messmikrofon. Das stelle ich jetzt mal gleich auf. Wir machen eine Testmessung und gucken danach dann, wie sich der Sound verändert. Hoffentlich zum Besseren, wenn wir das IK Multimedia ARC-System hier nehmen, um die Raumkorrektur vorzunehmen, die Boxen noch besser an den Raum anzupassen. Ich bin schon sehr gespannt, aber jetzt erstmal die Testmessung mit den nackten Boxen. So, das hat soweit geklappt. Wie du hier sehen kannst, der Room EQ Wizard hat sein Ding gemacht und gemessen, was die Lautsprecher denn eigentlich in meinem Raum machen. Und wie du siehst, wie nicht anders zu erwarten war, ungefähr um die 80 Hertz, wo sind wir hier, 83 Hertz, habe ich einen Dip hier in diesem Raum. Den habe ich auch mit den großen Boxen und deswegen müssen wir mal gucken. Das ist eine Raummode, die kann man nicht wegdiskutieren. Aber mal gucken, ob das System das tatsächlich ein bisschen korrigieren kann. Denn vor allem hier hinten dieser hakelige Frequenzverlauf, der natürlich irgendwie meinem Raum geschuldet ist, aber natürlich auch der Akustik und so weiter und so fort. Das soll jetzt korrigiert werden, um hier einen lineareren Frequenzverlauf hinzubekommen, damit ich hier, wo ich sitze, besser hören kann. Dazu das ARC-System von IK Multimedia und ich mache es jetzt mal auf. Oh, wird aber stramm. Alles klar. Und mal gucken, was im Paket drin ist. Schauen wir es mal hier zur Seite. So, also im Paket drin ist erstmal Pappe. ein Anschlussdiagramm auf jeden Fall. Dann iRig PSU, Power Switching Unit. Okay, dann haben wir hier, eine Menge Kabel und der Gerät. So, gucken wir mal. Also, scheint ja nicht allzu groß zu sein. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Power-LED, eine Clip-LED und einen Schalter.
der ein Taster ist und der sagt Correction. Ah, da kann man wahrscheinlich die Korrektur an- und ausschalten. Warum man das machen sollte, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und hinten die Anschlüsse für Eingang, Ausgang und natürlich USB und natürlich Strom. USB und Strom ist separat voneinander. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich schließe es mal an und dann gucke ich mal, dass ich die Software soweit einrichte. Dabei brauchst du mir dann nicht in Echtzeit zuzuschauen, sondern wir gucken mal, dass ich das alles hier, das ganze Gesumse hier angeschlossen kriege. Und wir sehen uns vor der nächsten Testmessung wieder. Mikrofon noch vergessen. Okay, also das Mikrofon ist auch noch dabei mit einer Klemme. Alles klar. Dann haben wir aber jetzt wirklich alles zusammen. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich das System eingemessen habe, Software installiert habe, eingemessen habe und wir dann kurz vor der nächsten Testmessung sind. Da wird es nochmal spannend. Auweia, ich bin mal sehr gespannt. Los geht's. Also anschließen ging super einfach und super schnell, weil es war ja nur Kabel rein, Kabel raus und alte Regeln im Tonstudio, der Sound muss irgendwo reinkommen und dann muss er wieder rauskommen. Soweit war das ganz cool, aber wenn ich die beiden Mikrofone mal gegeneinander halte, das hier wiegt, glaube ich, unter 10 Gramm, wenn du mich fragst, und das hier ist Vollmetall. Es ist jetzt kein super duper mega Mikrofon hier, aber auf jeden Fall eins, das Dayton Audio. Hier mit XLR-Anschluss, gibt es auch mit USB-Anschluss. Dieses hier ist auch mit XLR-Anschluss, was beim ARC mitgeliefert wird. Aber ich denke mal, da wir es ja eh nur einmal brauchen, schauen wir mal, ne? Ich klemm's mal an. Okay. Der Installationsprozess war, nachdem ich mich an meinen Account erinnert habe, weil ich habe schon mehrere Produkte von IK Multimedia gekauft, unter anderem einen T-Rex-Kompressor, der richtig gut zugreift, aber das nur am Rande, habe ich jetzt die Software hier am Start und ich räume jetzt mal das ARC Studio hier zur Seite, damit es den Klang nicht beeinflusst. Es muss ja auch gar nicht zu sehen sein, sondern nehmen es jetzt mal aus dem Weg. Das heißt, das Einzige, was jetzt im Weg ist, ist mein Monitor-Controller. Und jetzt können wir gleich die Messung hier durchführen. Dazu bin ich jetzt hier mit der Software, mit dem ARC 4 verbunden. Hier steht das Mikrofon auch schon, das ich jetzt hier mal zur Seite nehme. Da sehen wir es auch schon. Angeschlossen ist es, aufgebaut ist es und so weiter und so fort. Jetzt machen wir mal die Einmessung. Mal gucken, wie schnell die läuft. Auch die nicht in Echtzeit natürlich. Macht ja keinen Sinn. Ey, komm, wir fahren einfach los. So, ein frisches Käffchen habe ich mir noch besorgt. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein bisschen Musik gehört und muss sagen, ja, so, darum geht es ja, Musik hören. Klanglich hat sich das Ganze auf jeden Fall schon mal optimiert, aber jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Was genau hat er denn gemacht eigentlich? Wir messen mal mit dem Room EQ Wizard nach und dann schauen wir mal, ob sich das deckt mit dem, was uns das ARC-System in seiner eigenen Software anzeigt. Also machen wir mal eine Messung jetzt hier. Measure und los geht's. Okay, also, das sieht ja auf jeden Fall schon mal deutlich linearer aus, wenn man drauf guckt. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Blick mal auf die Kurve werfen, hat er hier vor allem im Bassbereich ein bisschen abgesenkt. Hier in dem Loch, was ich hier hatte, was wir ohne die Raumkorrektur hatten, hat er hier ausgeglichen. Da kommt er natürlich ein bisschen an die Grenzen, weil die Physik des Raumes ist ja nun mal nicht ganz auszutricksen. Das heißt, diese Raummode, die kann man nur zu einem gewissen Maß kompensieren. Aber ansonsten sieht das alles hier relativ gleichmäßig korrigiert aus und
scheint soweit linear zu sein, bestätigt also ungefähr das, was ich gerade beim Musikhören gemacht habe. Nur falls du dich fragst, warum ich das Musikhören nicht gezeigt habe, weil ich natürlich da urheberrechtlich geschützte Musik gehört habe und die hat in diesem Video nichts zu suchen, außer natürlich dem Sommersonnenfänger, den wir ganz am Anfang gehört haben. Übrigens, kleiner Tipp, nochmal reinhören empfohlen, auf jeden Fall bei Spotify. Link unten, wie gesagt, unter dem Video. Aber jetzt schauen wir mal, was die Software sagt. Die Software von IK Multimedia zeigt ungefähr auch das an. Ich nehme die Kurve mal hier ein bisschen nach oben, damit wir sie beide ein bisschen besser nebeneinander sehen können. Zeigt ungefähr auch das an, beziehungsweise es zeigt genau das an, was wir hatten. Diese grüne Kurve ist das vorher. Das sehen wir hier auch, was der Room-EQ Wizard hier gemessen hat und hier. Und darüber ist die orangene Kurve, das ist die Korrektur und das ist bei uns die blaue Kurve. Und tatsächlich deckt sich das mit dem. Das heißt also, das Messsystem scheint gut zu funktionieren und von daher würde ich sagen, wunderbar. Also kann man nicht meckern, ganz im Gegenteil. Es war relativ einfach aufgebaut, es war schnell eingemessen. Gut, wenn man das nicht jeden Tag machen muss, 10 Minuten sind schon eine ganze Menge Zeit, aber wenn man das nicht jeden Tag machen muss, ist ja vollkommen okay. Und für den Kurs, vor allem der große Vorteil, dass ich eben nicht irgendwie ein Plugin für eine Raumkorrektur benutzen muss, sondern dass ich das jetzt einfach da unter den Schreibtisch gestellt habe und vergessen kann. Dementsprechend habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem mehr und habe das Ding jetzt einfach mal da stehen und weiß ganz genau, meine KH120, die ich jetzt neu aufgebaut habe, sind jetzt immer passend eingemessen und bestmöglich, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Sicherlich gibt es auch Raumkorrekturen für über 1000 Euro, die das vielleicht besser können. Aber hier bin ich jetzt echt ziemlich baff. Dann benenne ich das mal einfach hier in KH120 mit ARC und dann probiere ich das vielleicht sogar nochmal mit meinen 310ern aus. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen Musik hören und denke, dass das für dich auf jeden Fall einen guten Eindruck gegeben hat. Auf der einen Seite mein Frühjahrsputz, auf der anderen Seite natürlich das ARC-System hier zu benutzen. Probier es aus, Link auch unten in der Videobeschreibung, einmal mit und einmal ohne Affiliate. Wenn du auf den Affiliate-Link klickst bei Thomann, dann unterstützt du den Kanal auch noch mit einer kleinen Spende. Und jetzt würde ich sagen, ja, ich höre noch ein bisschen Musik. Und du kannst ja mal in diesem Video gucken, da geht es nämlich auch um den Room-EQ Wizard beziehungsweise um so ein Messmikrofon, was ich hier benutzt habe und wie dir das auf jeden Fall helfen kann, dafür zu sorgen, dass du demnächst deutlich stabiler und sicherer im Bassbereich abmischst. Viel Spaß, bis dahin, mach's gut und Yassou!